Hallo, mein Name ist Fabian von foodtruckberatung.de und ich beantworte euch heute die Frage, wie viel Umsatz man mit einem Foodtruck erzielen kann. Wahrscheinlich seid ihr es langsam von mir schon gewohnt, dass ich eine Frage nicht mit einer pauschalen Antwort beantworte, sondern dass es natürlich verschiedene Möglichkeiten gibt. Jetzt gerade, wenn wir den Umsatz anschauen, ist der Umsatz, den man erzielen kann, natürlich stark davon abhängig. Erstens, wie lange ist man dabei? Ist man neu im Geschäft? Ist man schon länger dabei? Kennt man dich? Aber natürlich auch davon, wie oft ist man unterwegs? Ist man nur im freien Verkauf unterwegs oder macht man auch Caterings? Und hier schwanken die Umsätze schon sehr stark. Deshalb fangen wir mit dem Mittagstisch an. Wenn wir davon ausgehen, dass du fünfmal in der Woche einen Mittagstisch anbietest, bleiben dir dafür theoretisch 230 Werktage im Jahr. Von diesen 230 Werktagen wirst du vielleicht auch mal krank sein oder Urlaub haben. Und deswegen gehen wir jetzt der Einfachheit halber von 200 Tagen aus, an denen du theoretisch verkaufen könntest. Wobei 200 Tage schon auch ziemlich happig sind. Aber der Einfachheit halber als Rechenbeispiel nehmen wir mal diese 200. Wenn du an diesen 200 Tagen einen Durchschnittsumsatz von 400 € erzielst, kommst du auf einen Jahresumsatz von 80.000 €. Bei 500 € sind es 100.000 €, bei 750 € 150.000 € und falls du sogar es schaffst, 1.000 € im Durchschnitt zu erzielen, dann liegst du bei 200.000 € im Jahr. Aber ich möchte dich an der Stelle auch gar nicht illusionieren. Also 1.000 € am Tag im Durchschnitt zu erzielen im Mittagstisch, das ist schon wirklich eine Hausnummer und 200 Arbeitstage im Jahr. Im Mittagstisch ist wirklich auch kräftezehrend. Realistischer sind da wahrscheinlich eher diese 500 € bis ja, 750 €, wenn es dann gut läuft. Am Anfang, wenn du neu ins Business startest, wirst du wahrscheinlich sogar noch unter den 500 € liegen im Durchschnitt. Das Problem beim Mittagstisch ist einfach diese kurze Zeitspanne, die man hat. Also in der Regel läuft da ja alles zwischen 1,5 Stunden und 2 Stunden ab. Und in dieser Zeit musst du halt deinen ganzen Tagesumsatz erzielen. Und das ja, brauchst einen schnellen Output, brauchst auf jeden Fall viele Leute, die da kommen, damit du dann am Ende des Tages auch zufrieden bist. Hinzu kämen dann noch die Festivals und anderen Events, auf denen du theoretisch verkaufen könntest. Hier ist es schwierig, eine Pauschalaussage zu machen, wie viel Umsatz man erzielen kann. Da ist einfach alles mit dabei. Also die großen Reinfälle, bei denen du mit einem Minus rausgehst, aber auch die super Tage, an denen einfach die Kasse klingelt und du dann mehrere tausend Euro Umsatz machen kannst. Da gibt es einfach alles. Die Frage ist, inwiefern du es kräftemäßig noch schaffst, wenn du schon im Mittagstisch unterwegs bist. An 5 Tagen in der Woche, dann zusätzlich noch am Wochenende zu verkaufen, weil so ein Event dauert ja dann doch mehrere Stunden an, im Gegensatz zum Mittagstisch, der sich auf eine kurze Zeit beschränkt, bist du halt bei einem Event einfach mal 5 bis 10 Stunden, in denen du verkaufst und das schlaucht dann schon ganz schön, wenn du das noch zusätzlich machst. Kommen wir nun zum spannendsten Teil, den Caterings. Bisher haben wir uns ja nur den freien Verkauf angeschaut. Aber bei den Caterings ist dann wirklich nach oben hin erstmal keine Grenze gesetzt. Es ist eigentlich alles möglich. Wobei jetzt keine Grenze so nicht stimmt. Natürlich hast du irgendwann deine Kapazitätsgrenze erreicht, hast irgendwann deinen maximalen Output erreicht und irgendwann ist dein Vorrat auch aufgebraucht. Von dem her, klar gibt es da gewisse Grenzen, aber je nachdem, wie du kalkulierst, was du verlangst, welchen Preis du pro Person veranschlagst, ist da wirklich nach oben hin sehr viel Spielraum. Je nachdem, wie lang man dabei ist, wie gut man ist, wie viele Catering-Anfragen man kriegt und dementsprechend dann irgendwann auch viele Catering-Aufträge, kann es natürlich sein, dass man im freien Verkauf gar nicht mehr tätig sein möchte oder es gar nicht mehr schafft, zusätzlich noch frei zu verkaufen, sondern dass man sich dann einfach auf das Catering-Geschäft fokussiert. Und der Vorteil daran ist einfach, du kannst beim Catering nicht nur ein Vielfaches an Umsatz erzielen, sondern auch ein Vielfaches an Gewinn. Aber wie viel kann man nun konkret mit Caterings verdienen? Also, wie so oft ist auch hier keine pauschale Aussage möglich. Was man sagen kann, ist, dass sich das Catering-Geschäft bei Foodtrucks vor allem auf die Sommermonate konzentriert. Also gerade Juni, Juli, August. Das ist eigentlich so die heiße Phase. In dieser Zeit sind einfach die meisten Betriebsfeiern, Sommerfeste, Hochzeiten, Leute feiern ihren runden Geburtstag wegen dem Wetter. Und ja, da ist es keine Seltenheit, dass man einen Umsatz von 1.500 oder 3.000 € realisieren kann. Ja, es ist oftmals auch mehr. Es hängt dann natürlich davon ab, ob das jetzt privat ist oder ob eine Firma dich bucht, wie auch immer. Aber das ist wirklich keine Seltenheit. Und wenn wir jetzt mal als kleines Rechenbeispiel
einfach einen Durchschnittsumsatz von 2.000 € pro Catering nehmen und 40 solcher Aufträge im Jahr ergattern können. Da kommen wir auf einen Jahresumsatz von 80.000 €, nur mit diesen 40 Aufträgen. Wir erinnern uns, vorhin im Mittagstisch hatten wir den gleichen Umsatz, also 80.000 € hatten wir an 200 Verkaufstagen, wenn wir einen Durchschnitt von 400 € haben. Also du siehst, das ist einfach schon wirklich ein enormer Kontrast hier, was möglich ist mit Caterings. Bei mir persönlich sieht es so aus, mein höchster erzielter Umsatz mit nur einem Catering liegt bei knapp 10.000 €. Wobei ich dazu sagen muss, das war schon wirklich eher eine Ausnahme. In der Regel spielt sich das Ganze deutlich niedriger ab. Und es war aber auch schon alles dabei. Also von 500 € ganz am Anfang, beziehungsweise gezwungenermaßen dann während der Corona-Pandemie, als es einfach keine Aufträge gab und man dann alles angenommen hat, was man überhaupt als Anfrage bekommen hat, bis hin zu 7.000 €. Das Beste beim Catering ist, das habe ich vorhin schon kurz angesprochen, ist die Marge. Also jemand, der beim Catering nur die gleiche Marge erzielt wie im freien Verkauf, der macht einfach irgendwas falsch. Während du beim freien Verkauf wahrscheinlich irgendwie eine Gewinnmarge von nur 30% hast, ist es nicht unmöglich, beim Catering eine Gewinnmarge von 80% zu erzielen. Wenn wir jetzt als Rechengröße 1.000 € Umsatz hernehmen, von 1.000 € bleiben dir bei 30% 300 € übrig. Bei 80% sind schon 800 €. Das ist mehr als das Zweieinhalbfache. Und das ist natürlich schon enorm. Und das so als kleiner Tipp am Ende. Viele Unternehmer konzentrieren sich auf den Umsatz. Die wollen möglichst viel Umsatz erzielen. Dabei ist eigentlich der Umsatz wirklich zweitrangig. In erster Linie kommt es auf den Gewinn drauf an. Also was bleibt dir am Ende übrig? Das war's von mir zum Thema Umsatz mit einem Foodtruck. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einen guten Einblick in das Thema geben und drück dir natürlich die Daumen, dass du nicht nur Umsätze erwirtschaftest, sondern auch Gewinn machst. Falls du mal eine Frage hast, gerne hier einfach ins Kommentarfeld oder du kannst mir auch eine E-Mail schreiben. Ich freue mich immer sehr, wenn ich Post kriege. Ansonsten mach's gut und bis bald.